Lieben, die Casey hier. Ich hatte vor ein paar Tagen ein ganz interessantes Gespräch mit einer Bekannten, die sich darüber beschwerte, dass sie alles in der Familie macht, sich um ihren Vater kümmert, der schon älter ist und den Hof am Laufen hält und irgendwie für alles Verantwortung übernimmt und dafür keine Anerkennung bekommt von ihren Geschwistern oder von ihrem Vater und stattdessen noch das Gefühl hat, irgendwie, sie macht es keinem richtig recht. Und da habe ich so, als ich mir das so anhörte, gedacht, okay, das ist vielleicht echt nochmal ein Thema, dieses, wie viele Menschen, die auch mir begegnen im Job, hinter Anerkennung herhecheln. Ich finde das schrecklich. Dieses sich abhängig machen davon, dass andere sagen, hast du gut gemacht. Und das Blöde an der Sache ist, wir als Kinder wollen wir das immer. Wir rennen hinter der Anerkennung unserer Eltern her und der Wertschätzung und wir wollen, so wie als Kind, wenn wir irgendein Bildchen gemalt haben oder irgendwas gut gemacht haben, auch als Erwachsene zum Teil noch hören von den Eltern, hey, hast du gut gemacht und Dankeschön oder dergleichen. Und schlimm ist es, wenn man das dann nicht kriegt und wie soll man mit dieser Enttäuschung umgehen? Und was die meisten Leute machen ist, wenn etwas nicht funktioniert, dann machen sie mehr vom selben. Das heißt, wie in dem Fall meiner Bekannten, die hat noch mehr für die Familie gearbeitet und die hat noch mehr für die getan, weil sie gedacht hat, irgendwann müssen die doch mal sehen, was ich hier alles tue und leiste für euch. Und das, Leute, funktioniert nicht. Das ist witzlos. Die goldene Regel lautet, wenn das, was du tust, nicht funktioniert, mach etwas anderes. Und das kriegen die meisten Leute nicht hin, weil wenn man wüsste, dass man anderes machen könnte, würde man es ja vielleicht tun. Aber man hängt ja so in der Sache drin, dass man immer irgendwie meint, so muss ich es machen, so habe ich es bisher gemacht und das ist die Strategie und die fahre ich dann. Und manchmal sind dann Leute noch ganz clever so und sagen, okay, ich hole mir mal Rat. Das heißt, man fragt Freunde und dergleichen. Und das passiert mir auch oft, dass ich so dann so um Rat gefragt werde. Casey, was würdest du denn machen? Ich hasse es, wenn das kommt, weil es ist ja nicht mein Leben. Das heißt, das, was ich machen würde, ist sowieso was anderes, weil ich ein anderer Mensch bin. Der Punkt ist aber, wenn ich drauf reinfalle und wirklich sage, was ich tun würde, ich kriege natürlich sofort die Quittung. Die Quittung kommt in Sätzen wie, ja, das funktioniert bei uns nicht. Nee, das habe ich alles schon probiert. Nee, Casey, das, nee, weiß ich nicht, nee. Und das ist genau der Witz an der Sache, weil man so festgefahren ist in seinem Schema. Und es ist aber trotzdem genau die Idee, wenn etwas nicht funktioniert, mach etwas fundamental anderes. Im Fall meiner Bekannten wäre fundamental anders, also wenn einem nichts einfällt, mach einfach das Gegenteil. Das Gegenteil wäre gewesen, stell mal den ganzen familiären Support ein. Hör mal auf, hinter deinem Vater herzuräumen, der also noch nicht so gebrechlich ist, dass der nicht selber könnte und dergleichen. Hör mal auf, hinter der Anerkennung deiner Schwestern herzurennen oder Geschwister. Mach einfach mal dein Ding und scher dich nicht drum, was andere davon denken. Und das hört sich natürlich auch wieder leichter an, als es getan ist. Und das Ding ist, Leute, ihr habt nur ein Leben. Will ich denn mein Leben damit verbringen, es zu versuchen, anderen recht zu machen? Ich hatte ein Sweater mal, ein Sweatshirt, und da stand drauf, ich bin nicht auf der Welt, um zu sein, wie andere es gern hätten. Kann man bei Amazon kaufen. Total coole Geschichte. Und genau das ist irgendwann mein Wahlspruch geworden. Das heißt, jedes Mal, wenn ich was gemacht habe, habe ich mich gefragt, mache ich das jetzt, weil ich will, dass jemand mich toll findet? Mache ich das jetzt, weil ich immer noch hinter der Anerkennung meiner Eltern herrenne? Mache ich das jetzt, weil ich geliebt werden will, anerkannt werden will, Wertschätzung haben will? Aus welchen Beweggründen tue ich die Dinge? Und das ist ganz in einem gesunden Maß. Und an dem Punkt, wo jemand nur noch hinterherrennt und sich aufopfert, also all die Ladies, die Damen mit den Helfersyndromen, da haut was nicht mehr hin. Erst recht nicht, wenn ich nicht das kriege, was ich mir davon erhoffe. Weil dann kommt das nächste Blöde, ich krieg Frust und ich krieg Wut, weil die anderen enttäuschen mich natürlich dann. Also ich erwarte, dass die das wertschätzen, das tun die nicht. Das heißt, ich bin enttäuscht, das heißt, ich hätte noch sauer. Das heißt, abgesehen davon, dass ich nicht kriege, was ich für mich gerne haben will, kriege ich stattdessen auch noch obendrauf was anderes, nämlich negative Gefühle. Also keine Belohnung, dafür aber noch negative Gefühle gratis. Da geht es mir noch schlechter. Und das ist was,
da habe ich einfach nur gedacht, als sie mir das so erzählt hat mit ihren Geschwistern und alles, wie viele Leute da drin hängen, hinter dieser Anerkennung herzuhecheln durch andere Menschen. Und ganz ehrlich, ein bisschen mehr gesunder Egoismus ist eine feine Sache. Kinder sind nicht für Eltern geboren. Kinder werden durch Eltern geboren. Ein Kind zu kriegen ist mit das Egoistischste, was ein Mensch machen kann. Kriegen sie mich für sich in der Regel. Und es ist wichtig, als Kind irgendwann mal sich klar zu machen, Moment, das ist mein Leben, schulde ich dir nicht im Sinne von, ich bin da verpflichtet, dies und das und jenes zu tun. Und nur weil ich, wie in dem Fall, in der Nähe meines Vaters wohne, bin ich nicht verpflichtet, als Einzige hier Verantwortung zu übernehmen. Ich darf mich abgrenzen und ich darf auch mal sagen, hier ist Schluss und hier beginnt mein Leben. Und dann fange ich vielleicht auch an, mir auf eine gesunde Art und Weise Wertschätzung und Anerkennung zu holen. Wer Lust dazu hat, sich aufzuopfern für andere, soll das gerne tun. Wer Lust darauf hat, immer wieder enttäuscht zu werden, weil es irgendwie zu seinem Lebensmuster gehört, hey, gerne. Wie gesagt, ich habe die öfters in der Beratung. Da kann man sich einen Mund fusselig reden mit Ratschlägen. Völlig witzlos in meinem Job, Ratschläge zu geben. Weil die grundsätzliche Antwort oft dieses ist, nee, das geht bei mir nicht. Nee, das kann ich aber nicht machen. Und dann ist die Frage, warum kann ich das nicht machen? Welche Glaubenssätze verhindern denn, dass ich mal wirklich was fundamental anderes ausprobiere? Und ganz oft ist dahinter wieder diese Sehnsucht nach Liebe, die Angst vor Liebesentzug, die Angst vor Verlust von Wertschätzung und Anerkennung durch die Menschen, die mir halt so wahnsinnig wichtig sind. Und das sind ja oft die Leute aus der Familie. Aber ich mache mich dann abhängig davon. Und es ist nichts gegen eine gesunde Abgrenzung zu sagen. Im Gegenteil. Erst wenn ich etwas mache aus Freiheit heraus, aus Unabhängigkeit heraus, dann bin ich wirklich souverän. Aber wenn ich es mache, weil ich diese Rückmeldung brauche, dann mache ich mich abhängig. Und wer sich abhängig macht, der ist auch immer derjenige, der tendenziell in der schwächeren Position ist und der auch eher leidensanfällig ist. Weil das heißt ja nichts anderes, als ich muss immer weitermachen, immer hoffen, dass die sehen, guck mal, wie toll ich bin und dergleichen. Und ganz ehrlich, das Mieseste daran ist, darüber verratet ihr eure eigenen Ziele, Sehnsüchte, Wünsche, Dinge, die man selber vielleicht gerne für sich mal hätte oder einfordern würde oder gerne machen würde. Das haut natürlich nicht hin, wenn ich immer damit beschäftigt bin oder oft oder viel damit beschäftigt bin, es zu versuchen, anderen recht zu machen, damit die mich mögen und damit die sagen, hey, du bist aber super. Also überlegt euch, was euch wichtig ist im Leben. Ihr habt ja nur eins.